Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man Schablonen mit Distress Oxides auch auf eine andere Art und Weise kombinieren kann. Hier habe ich meine Materialien, die wir heute brauchen. Einmal die Schablone und diese Kartenstanzen mit den jeweiligen Auflegern in den Büttenrand. Und so sieht das dann aus. Das gibt quasi die Grundkarte in dem Slimline-Format. Und hier ist dann der Aufleger, der ist deutlich kleiner wie die Karte. Dann habe ich noch ein paar Figurine-Blümchen, die habe ich mir schon fertig ausgeschnitten. Und für Happy Birthday to You so ein paar Outline-Buchstaben und eine 2. Damit es heute auch farblich einen guten Kontrast gibt, habe ich mich entschieden, hier noch so ein Dunkelgrün und ein Hellgrün zu verwenden. Daraus werden dann nachher die Buchstaben ausgestanzt. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit der Grundkarte. Ich positioniere mir das also auf meinem Papier, damit ich im Endeffekt alles ausreizen kann. So, das ist jetzt schon gefalzt. Das ist meine Grundkarte und dann kommt hier noch dieser Aufleger drauf. Anfangen werden wir jetzt mit der Schablone. Die lege ich mir auf den Aufleger so ein bisschen diagonal. Es ist nicht ganz exakt diagonal. Nehme hier meine Leichtstrukturpaste und schmiere mir die jetzt über die Schablone. Schön gleichmäßig, gerade bei den großen. Vielleicht muss man gucken, dass die auch wirklich ausgefüllt sind. Genau, vorsichtig abziehen. Dann kann man alles abwaschen, sauber machen und trocknen lassen. So, in der Zwischenzeit habe ich mir jetzt noch aus dem Dunkelgrün und Hellgrün die Outline-Buchstaben ausgeschnitten. Und kann jetzt weitermachen mit der mittlerweile wieder sauberen Schablone. Die positioniere ich mir so, wie ich sie vorhin hatte, lege sie mir quasi wieder drauf und fixiere sie mir ein bisschen mit Tape, damit sie mir nicht verrutscht. Dann habe ich mich für die zwei Farben hier entschieden, so ein bisschen die grünen Töne und fange jetzt an, die getrocknete Strukturpaste quasi einzufärben. Ich gehe mit beiden Farben drüber, dann hat man so ein bisschen so ein Misch. Echt eine schöne Technik, um diese weiße Strukturpaste noch ein bisschen einzufärben und einen schönen Hintergrund zu zaubern. Jetzt komme ich noch ein bisschen mit dem Grün hinter. So schaut's aus. Dann schön abnehmen und ihr seht, das ist eigentlich ein wunderschöner Effekt. So, das war mir jetzt noch ein bisschen langweilig, deswegen mache ich jetzt noch mit den gleichen Farben noch einen Misch und spritze mir da noch ein paar Tröpfchen auf meine Karte. So schaut's aus. Dann kann ich auch schon anfangen, das zu dekorieren. In der Mitte habe ich jetzt auf diesem Stencil, also um die Mitte so ein bisschen zu betonen, positioniere ich mir jetzt meine Blümchen. Die oberste und unterste wird direkt festgeklebt und die anderen kriegen so ein Abstandsklebeband, weil nachher auch die 2 darauf positioniert wird und dann ist die auch gleich ein bisschen erhaben. So, das hat mir noch nicht ganz gefallen. Ist noch ein bisschen am Fummeln. Bei den Buchstaben habe ich es jetzt so gemacht, das ist natürlich sehr diffizil. Ich habe mir die dunkelgrünen genommen und habe quasi die genommen, um die anderen unten drunter auch nicht festzukleben. Ich habe das immer so ein bisschen versetzt. Das sieht so ein bisschen, ich will nicht sagen, unscharf aus, aber ist auf jeden Fall ein schöner Effekt, diese Buchstaben oder diese Outlines zu verwenden. Es fehlt noch das Haar. Wenn euch das gar zu fummelig ist, könnt ihr natürlich auch die Buchstaben oder die Outlines mit einem Papier ausstanzen, was bereits schon doppelseitiges Klebeband hat. Das macht es natürlich ein bisschen leichter. So, jetzt noch dieses Innenleben von dem B und dann, das will nicht so recht, aber jetzt, dann gefallen mir die Blumen noch nicht in der Mitte. Die haben natürlich ein bisschen was von der Farbe abbekommen und deswegen musst ihr sie jetzt nochmal neu festkleben. Schaut einfach, was ihr für ein Abstandsklebeband habt, damit sie euch da gescheit halten. Die 2 habe ich jetzt auch nochmal im Dunkelgrün ausgestanzt und benutze das so ein bisschen als Schatten und da wiederholt sich auch nochmal das Dunkelgrün. So schaut es aus. Haben wir alles aufgeklebt. Jetzt müssen wir das noch.
den Aufkleber noch auf die Karte positionieren. Das mache ich wieder mit dem Abstandsklebeband. Und da sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Jetzt war mir noch zu wenig Gesprenkel. Und dann habe ich noch so einen Nouveau Drop, das heißt Shimmering Rose. Da mache ich mir jetzt, um die Mitte zu betonen, noch ein paar Dots. So um die zwei, um die Blümchen, ein bisschen drumherum. Noch so als kleine Highlights. So schaut sie aus, meine Karte. Vielleicht habt ihr ja Lust und probiert diese Stencil-Technik mal aus mit den Farben, die ihr zu Hause habt. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit, nochmal die Schablonen anders zu verwenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut euch das nächste Mal wieder rein, wenn ich ein Tutorial für euch habe. Macht's gut!